So, warte mal. Da. Das ist aber. Sag mal, Leute, wie kommt man hier eigentlich schon wieder raus? Das ist. Oh. Also, das geht. Moment. Ja, ich bin gleich bei euch. Moment. So. Warte mal. Das ist der zweite Versuch. Ja. Viel besser. So, ich werde soweit. Sollen wir anfangen? Alles klar. Lass uns mal schauen, was hier steht. Ah ja. Cantemus goes to... Hä? Ah, guck mal, das ist ein neues Video von Annika und von Uli. Und die erzählen, wie hammer das Projekt sein wird. Okay, das ist jetzt mir zu allgemein. Matthias, wir haben dich heute hier. Und jetzt wollte ich dich fragen, weil ich es gerade geschaut habe, was ist das zum Beispiel beim QAC? Ja. Nehmen wir QAC. Was ist das für ein Projekt, das ist jetzt so spannend und so groß und so, was wir alle noch nie gemacht haben sollten? Kannst du uns was davon erzählen? Na, was haben wir noch nie gemacht? Weiß ich nicht. Wir haben Konzerte gemacht, wir haben auf der Bühne Musicals gespielt, aber wir haben noch nie, professionell zumindest, einen Film gemacht. Mhm. Wir können High School Musical nicht auf die Bühne bringen. Also nicht jetzt in den nächsten Wochen mit 40 oder 50 Darstellern. Das geht leider nicht. Ja. Das wird nicht erlaubt sein. Auch die Theater planen alle erst für den Herbst. Aber jetzt kann es nicht schon wieder ausfallen, das Projekt. Wenn wir jetzt aber einen Film drehen, mit einer Story, die natürlich nicht genau das High School Musical sein darf, aus rechtlichen Gründen, aber doch in diese Richtung geht, dann können wir viele Gruppen einzeln aufnehmen, viele Szenen einzeln bearbeiten, drehen und dann zusammenfassen. Es müssen also nie alle da sein. Okay. Und trotzdem hast du ein Ergebnis. Voraussetzung ist eben, es muss ein Profi sein, der das dann wirklich filmt. Also nicht einfach Handy hinhalten, sondern wirklich einer, der das von A bis Z wirklich hochprofessionell durchführt. Ah, sehr gut. Das ist der Plan. Das heißt, es wird ein richtiger Film. Ja. Das kann aber nicht genannt werden High School Musical. Dann muss es wahrscheinlich irgendwie umgenannt werden. Mhm. Du hast, glaube ich, mal erwähnt, wegen rechtlicher Sachen und so. Kannst du uns auch ein bisschen was davon erzählen? Also, es ist natürlich klar, dass man nicht so ein berühmtes Stück einfach verfilmen darf. Ja, und Disney sagt, habt ihr toll gemacht, kriegst einen Oscar. Nein, da kommt die ganz große Keule, das geht nicht. Ist ja auch irgendwo verständlich. Aber das heißt nicht, dass man nicht die Grundidee verwenden kann, die es ja schon seit Grease eigentlich immer wieder gibt. Mhm. Ja, die Zeit zwischen 15 und 18 mit allen Irrungen und Wirrungen, Erfolgen und auch Niederlagen und die Zeit des Erwachsenwerdens. Mhm. Ja, und dass man das darstellt. Mhm. Und natürlich, keine Angst, die wichtigen Stücke aus dem Highschool werden mit dabei sein. Das wird dann so ähnlich bearbeitet, wie wir das im Rockkonzert machen. Mhm. Ja, also dann ist es auch genehmigungsfähig, aber es muss eine eigene Story sein, es muss ein eigener Titel her. Mhm. Und natürlich muss man über die Geschichte schon überlegen, nimmt man jetzt wirklich so diese Teflon-Geschichte, die so glatt dahin geht, wo man alles weglächelt, was irgendwo stört. Ja. Ja, ohne dass man zu viel reinpackt. Ja, okay. No, also wir wollen jetzt kein Drama, wo am Schluss alles sich gegenseitig... Mhm. Nein, das wollen wir nicht. Okay. Und jetzt, ich weiß, die Informationen werden natürlich dann irgendwann gefiltert, beziehungsweise konkreter werden. Aber du hast jetzt angesprochen, einen neuen Titel, die Geschichte muss wahrscheinlich ein bisschen neu geschrieben werden. Das sind so Bereiche, wo vielleicht die Leute von Cantemus auch eventuell mitmachen können. Das heißt, es muss jetzt, wie du sagst, nicht unbedingt immer alles vor der Kamera sein. Mhm. Kannst du so ein bisschen allgemein erzählen, welche Bereiche eventuell in Frage kämen für die Cantemus-Leute, die mitmachen möchten? Naja, also ganz klar, wer eine Rolle spielen möchte, der soll sich einfach melden. Mhm. Wer viel Tanz machen möchte, soll es einfach sagen. Mhm.
wer eher im Schauspiel was machen möchte. Ja. Genauso. Wenn jemand sagt, ich mache gerne mit, aber habe wenig Zeit, soll es genauso formulieren, ist dann bei den großen Szenen dabei, die wird es auch geben, ganz klar. Okay. Die kriegen wir auch hin im Laufe der Zeit. Ja. Und ansonsten hinter der Bühne beim Filmen helfen. Was kann man noch machen? Ja, und die Geschichte natürlich. Ja. Also die Geschichte muss ja, es müssen Ideen her, ja, wo man sagt, das muss unbedingt bleiben. Und das könnte man doch reintun. Mhm. Und irgendwann stellt man fest, jetzt wird es aber zu viel. Wo nehmen wir was raus? Wo genau machen wir, wo bleibt der Entwicklungsfluss wirklich, ohne dass das Ganze stoppt und damit ja auch langweilig wird? Ja. Das sind so ganze Punkte, wo man mithelfen, mitarbeiten soll. Welche Stücke müssen unbedingt rein? Welche können raus? Oder von anderen Stücken könnte man nicht auch dieses oder jene Musikstück, diesen Song, diese Musiknummer dazu nehmen. Ja, wenn dramaturgisch Sinn macht, würde es eigentlich sehr spannend sein, finde ich. Ne? Klar, muss es Basketball bleiben oder ist es eine Rockband, um die es geht? Stimmt. Kann ja zum Beispiel. Oder eine Fußballmannschaft. Naja, mal schauen. Genau. Ja, also, wir da geht sehen. Vieles. Ja, in Regensburg haben wir auch das Baseballstadion. Warum ist das nicht eine Baseballtruppe? Ja, das stimmt. Ne? Also, ich denke, da gibt es viele Ideen, die man variieren kann. Mhm. Ja, und das sollen alle mitmachen. Die sollen das Gefühl haben, das ist unser Projekt. Ja. Dann bleibt es spannend. Und wie du sagst, von den Informationen werden rauskommen, die Leute sollen sich einfach melden. Ja. Und ja, schauen wir mal, ob das alles klappt und wird, wie wir uns das vorstellen. Ja, die Infos kommen noch im Detail. Ja. Also cantemus@regensburg.de funktioniert ja immer. Eben. Da kann man jetzt schon einfach mal hinschreiben, was man davon hält oder was man machen möchte. Mhm. Aber Annika und Uli werden noch genau erklären, also jetzt auch hier auf dem Kanal TV, aber auch auf allen möglichen Kanälen werden sie darstellen, was gebraucht wird, wie es weitergeht. Jetzt im Lockdown können wir erstmal diskutieren oder über online schon das Singen anfangen und Heidi wird die Choreografie machen. Die wird auch bald das erste Video liefern. Genau. Einfach, damit man schon mal das Gefühl hat, jetzt fangen wir an. Genau. Und je weiter sich alles lockert, umso intensiver können wir das Projekt weitermachen. Sehr gut. Da freuen wir uns sehr und wie gesagt, weitere Informationen kommen noch. Wir wollen jetzt heute nicht alles verraten. Gut, man weiß vieles auch nicht. Also man muss erst mal ein bisschen abwarten, oder? Genau. Und seid dabei, meldet euch und wir freuen uns wirklich sehr. Alles klar? Okay. Super, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. So, zur Erinnerung. Stellt alle eure Fragen per Internet, per Mail, per Instaface, MyBook, Dingsbums. Und alle Fragen bitte stellen, damit wir das beantworten können und damit arbeiten können. Da kriegen wir vielleicht neue Ideen und dann kommen neue Fragen, die können wir beantworten. Okay? Also, ich hoffe, ihr seid dabei und ich habe meine Mission erfüllt.